Insights, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft. Hört man's? Okay. So, herzlich willkommen zum zweiten netzpolitischen Abend AT in Wien. Mein Name ist Leonhard Dobusch, ich war auch einer von denen, die da involviert waren, sowas zu organisieren. Ich bin bis vor kurzem noch vor allem in Berlin aktiv gewesen, bei der digitalen Gesellschaft und bei netzpolitik.org. Werde aber jetzt aus beruflichen Gründen zurück nach Österreich übersiedeln und habe mir gedacht, der netzpolitische Abend dort, der wird mir fehlen. Und ich hoffe, wir schaffen, dass wir das in Wien auch jetzt zu einer Institution machen. Wichtig, bevor es losgeht, dieser Abend wird auch als Audio-Stream in die Welt hinausgeschickt. Und er wird außerdem heute im Unterschied zum letzten Mal auf Video aufgezeichnet. Das Publikum allerdings maximal in den ersten Reihen von hinten. Nichtsdestotrotz, wenn jemand eine Frage stellt oder stellen will, dann sich bitte dessen bewusst sein, dass das gestreamt wird. Wer der Meinung ist, er möchte auf keinen Fall, dass seine oder ihre Frage gestreamt wird, würden wir darum bitten, einfach ums den... Lauter? Radio. Ja, Radio. Um quasi den Leuten vom Radio es einfacher zu machen, diese Frage dann sich für die Pause zu sparen. Genau, weil wir diese Radiosendung dann eben auch zugänglich machen, dauerhaft im Cultural Broadcasting Archive, wenn ich richtig informiert bin. Deshalb gilt mein Dank auch zuerst mal, bevor wir loslegen, natürlich an die Leute vom MetaLab, die das hier alles so schön aufgebaut haben, hergerichtet haben, die Stühle hergetragen haben, die Bar bedienen und bespielen, die überhaupt für die Technik sorgen, die sogar die richtigen HDMI-Adapter mit haben, vorrätig und einen Klicker. Also die Ausstattung ist hier fantastisch. Also vielen Dank dafür, eigentlich kann man dafür auch mal applaudieren, finde ich. In diesem Zusammenhang speziell hervorgreifen möchte ich Martin, der heute für das Stage Manager hier sich verdient gemacht hat. Die zweiten Leute, bei denen ich mich bedanken möchte, sind rund um Herbert Gnauer vom eben Radio Orange, wenn ich richtig informiert bin, und anderen freien Radios. Auch in Oberösterreich ist das Radio Froh. Und die quasi sich hier bereit erklärt haben, den Stream, auch schon letztes Mal bereit erklärt haben, den Stream zu organisieren. Und bedanken möchte ich mich auch bei Manfred Kretschig, der heute zum ersten Mal eben auch eine Videoaufzeichnung der Vorträge vornehmen wird. So viel der Vorrede und danke auch nochmal an euch vom Streaming-Team und vom Videoteam. Und wir beginnen jetzt mit dem ersten Vortrag des heutigen Abends. Die Moderatorin des letzten Abends schlüpft in die Speakerinnen- und Eröffnungsspeakerinnen-Rolle, man könnte sagen Keynote-Speakerinnen-Rolle des heutigen Abends. Barbara Wimmer, a.k.a. Schrumbab, darf man das so sagen, habe ich es richtig ausgesprochen? Redakteurin bei der Futurezone, insofern allen hier bekannt, spricht über eine besondere Art von Vorratsdatenspeicherung, nämlich jener für Fluggastdaten. Bitte, the floor is yours. Ja, hallo allerseits. Es ist mein allererster Talk ever. Das heißt, bitte verzeiht es mir, wenn ich zu schnell, zu langsam, zu viel oder zu wenig spreche oder zu viel auf den Folien draufsteht. Und ich habe das Thema deswegen ausgewählt, weil es eines der Themen ist, wo man eigentlich jetzt sehr genau sieht, wie der Terrorismus in Europa sich tatsächlich auswirkt auf die Gesetzgebung. Und das werde ich jetzt anhand des Talks eigentlich erzählen. Und ja. Ja, okay, jetzt ist es lauter, jetzt hört sie mich noch besser. Ich habe aber eh noch nicht so viel gesagt. Also es geht um die Vorratsdatenspeicherung von Fluggastdaten. Fluggastdaten, die es bereits gibt. Und zwar gibt es bereits Abkommen mit der USA, Australien und Kanada. Und jetzt wird eben auch seit 2011 ein Abkommen mit der EU verhandelt. Aber bevor wir zum EU-Abkommen kommen, wollte ich euch mal überhaupt erzählen, was Passenger Name Records, also
Fluggastdaten eigentlich sind und was da eigentlich alles gesammelt werden soll und drinnen steht. Insgesamt handelt es sich um 60 Einzeldaten, die dann gespeichert werden. Und dazu gehören ebenso Dinge wie Namen, Vorname, Nachname, Reisedaten, also wohin fliegt man, wann fliegt man wohin, ja und so weiter, Sitzplatz, Gang oder Fenster, Gepäckangaben, Kontaktangaben, zum Beispiel auch die Adressen, nicht nur die Heimatadressen, sondern auch die Adressen von dem Ort, wo man sich aufhält. Und bei den Zahlungsarten sind natürlich besonders die Kreditkarte interessant, da wird halt auch alles gespeichert davon. Aber das ist noch lange nicht alles. Wenn man zum Beispiel über denselben Vorgang auch einen Mietwagen oder ein Hotel rund um die Flugbuchung kommt, bucht, wird das genauso gespeichert. Und dann wird zum Beispiel gespeichert, wenn sich jemand ein vegetarisches Essen bestellt oder ein koscheres Essen, was vielleicht derzeit interessanter ist. Und wenn jemand im Rollstuhl sitzt oder irgendwelche anderen Sachen angibt, sozusagen, die Sensitive Secure Information sind, wird es ebenso gespeichert. Und dann gibt es noch ein freies Eingabefeld. Und genau dieses freie Eingabefeld, da denkt man sich vielleicht zuerst einmal gar nichts dabei. Es könnte aber eines der spannendsten Sachen dann am Ende sein für die, die diese Daten dann gesammelt haben und sich anschauen, weil zum Beispiel hat der US-Reisejournalist Edward Hasbrook, der hat ja schon diverse Auskunftsbegehren erstellt über seine eigenen Fluggastdaten in den USA, weil da gibt es ja diese Speicherung schon, und der hat zum Beispiel erzählt, dass in einem PNR-Datensatz vermerkt wurde, dass ein Buch über Drogen und ihre Rechte im Gepäck sich befunden hat. Möchte man vielleicht nicht unbedingt, dass das irgendwie dann jahrelang gespeichert wird. Aber es sind auch Einträge über die Gemütslage oder das Verhalten möglich. Oder auch nur, ob man einen Apfel mitgenommen hat und solche Sachen. Also dieses freie Eingabefeld ist durchaus eines, was, naja, besonders heikel ist am Ende des Tages. So, und jetzt erzähle ich euch mal, was in Europa mit dem EU-PNR geplant ist. Das Ganze ist ein ziemlich langer Prozess schon gewesen, es wurde schon 5 Jahre lang verhandelt und im Dezember dieses letzten Jahres hat man sich dann auf einen Kompromiss geeinigt. Und zwar werden die Daten für 6 Monate unmaskiert gespeichert, danach werden sie anonymisiert und weitere 5 Jahre gespeichert. Zugriff darauf haben die Sicherheitsbehörden und Europol. Und was einmal fix gespeichert wird, sind alle Informationen von allen Flügen in die EU und außerhalb der EU. Dann gibt es aber auch noch natürlich innereuropäische Flugdaten, also wenn man jetzt nur von Wien nach Berlin fliegt. Ob das gespeichert wird, das ist, wird von den einzelnen Mitgliedstaaten abhängen, weil es auf freiwilliger Basis passiert. Und die österreichische Innenministerin Johanna Mikl-Leitner hat sich bereits dafür ausgesprochen, also dass auch die Verbindungen von Österreich in andere EU-Länder gespeichert werden sollen. Das Ganze ist allerdings mit der anderen Regierungspartei nicht akkordiert und ist sicher noch nicht so durch und es ist sicher noch nicht das letzte Wort gesprochen, was das betrifft. Abgesehen davon müsste man dafür dann auch wieder nationale Gesetze schaffen. Und ja, also da, ob diese innereuropäischen Flugdaten dann wirklich gespeichert werden, das wird sich erst zeigen. Warum hat man dieses Abkommen eigentlich gemacht? Also die offizielle Erklärung ist, zu Zwecken der Verhütung, Aufdeckung, Aufklärung und strafrechtlichen Verfolgung von terroristischen Straftaten und schwerer Kriminalität. Das ist sozusagen der offizielle Grund, warum man meint, diese Daten zu brauchen. Und diese Anonymisierung, die da nach 6 Monaten passieren soll, mehr oder weniger,
Die ist aber eigentlich natürlich keine Anonymisierung, keine richtige Anonymisierung, weil die Datensätze können jederzeit per Knopfdruck wieder zurückpersonalisiert werden. Richtig anonymisiert werden sie nämlich eigentlich wertlos, weil anonymisierte Daten deuten dann nicht mehr auf kriminelle und terroristische Netzwerke hin und man kann die auch nicht mehr erkennen. Und deswegen können sie eben in den konkreten Anlassfällen bei einer konkreten Bedrohung oder einem konkreten Risiko jederzeit per Knopfdruck wieder de-anonymisiert werden. Sozusagen ist das eigentlich mehr oder weniger ein Datenwäschetrick. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, wird das Ganze schon seit 2011 eigentlich verhandelt. Und da gab es den ersten Entwurf von der EU-Kommissarin Cecilia Malmström. Und dann gab es natürlich einen längeren Prozess. Also das ist jetzt nur ein ganz kurz dargestellt, so die wichtigsten Eckpoints. Weil also in der EU ist es ja immer so, dass zuerst einmal der Vorschlag gemacht wird, dann müssen sich EU-Kommission, EU-Parlament und EU-Rat auf etwas einigen. Und das EU-Parlament war aber überhaupt nicht zufrieden damit und war mehrheitlich gegen dieses EU-PNR, weil dieser Vorschlag eben grundrechtswidrig ist. Und am 8. April 2014 ist dann halt was ganz Besonderes passiert. Der EuGH hat die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung gekippt, aber natürlich nicht zur EU-PNR-Vorratsdatenspeicherung, sondern zur echten Vorratsdatenspeicherung, eben zur anlasslosen Sammlung personenbezogener Daten. Die wurde eben ausdrücklich verboten. Und das betrifft aber eben nicht nur diese echte Vorratsdatenspeicherung, sondern das betrifft auch die Speicherung der Reisedaten und der Reisevorratsdatenspeicherung. Und dann habe ich eben auch schon erzählt, es gibt eben nicht nur das EU-PNR, sondern es gibt das Ganze auch mit USA, Kanada und Australien. Und nach diesem Grundsatzurteil von der Vorratsdatenspeicherung hat man sich dann eben dazu entschlossen, im November 2014 einmal zu fragen, Moment einmal, ist das überhaupt jetzt dieses Fluggastdatenabkommen, kann man das denn überhaupt machen? Anhand des Kanada-EU-PNRs ist das dann zum EuGH gekommen. Allerdings ist das noch gar nicht entschieden. Also der EuGH hatte noch keine Möglichkeit, das zu entscheiden. Und trotzdem wird jetzt nicht auf diese wichtige Entscheidung gewartet, weil dann ist eben was passiert. Wie wir alle wissen, vor einem Jahr und einer Woche gab es diese Anschläge in Paris. Und dann hat sich in Europa einfach was verändert, von der Grundstimmung her. Also das war natürlich ein massives Ereignis und jeder wird dabei irgendwelche anderen Gefühle haben, wenn er daran denkt, wenn er daran irgendwie zurückdenkt und sich erinnert. Jedenfalls wurde halt sofort gefordert, dass wir Fluggastdatenspeicherung brauchen. Wir brauchen das unbedingt. Es ist unerlässlich. Das ging sozusagen so in einer Timeline irgendwie dahin. Eben, ich habe sie jetzt die Terror-Timeline genannt, weil es einfach von mir als Journalistin wunderschön mitzuverfolgen war, wie denn tatsächlich im Tages- oder Wochentakt irgendwelche neuen Äußerungen von Politikern gekommen sind, die einfach irgendwie sich gedacht haben, naja, irgendwas müssen wir jetzt machen, irgendwas müssen wir machen, es kann einfach nicht so weitergehen und dieses Gefühl der Angst und Hilflosigkeit wird halt immer sofort in mehr Überwachung und wir brauchen mehr Überwachung. Und die Fluggastdatenspeicherung hat sich da eben perfekt angeboten, weil die Terroristen halt viel herumfliegen. Und deswegen ist es scheinbar unerlässlich, zumindest wird uns das eben so verkauft. Und am 28. Jänner haben die EU-Minister
dann halt nochmal alle zusammen beschlossen, dass wir das jetzt unbedingt brauchen und haben den Druck erhöht auf alle anderen, die irgendwie da involviert sind, also sozusagen das EU-Parlament, was den Vorschlag ja schon abgelehnt hatte. Aber dann ist einmal nichts mehr passiert, also dann war Stille. Bis zur Terror-Timeline 2, also bis die nächsten Anschläge passiert sind. Dann kam halt sofort wieder dieselbe Forderung. Und das war dieses Mal aber gar nicht mehr so in dem Ausmaß spürbar, sondern das hat sich dann mehr in den stillen Kämmerlein abgespielt. Und da haben die Innenminister dann eigentlich mehr Druck ausgeübt auf das EU-Parlament und haben das jetzt zu sehr der Öffentlichkeit gar nicht mehr so spüren lassen und haben einfach, bis die EU-Parlamentarier nachgegeben haben sozusagen und Kompromissbereitschaft signalisiert haben. Dann haben wir sich an einem Tisch gesetzt und sich darauf geeinigt und es wurde der Öffentlichkeit verkauft als großer Fortschritt im Antiterrorkampf. Am 10.12. hat sich dann eine Mehrheit auch im EU-Innenausschuss des Parlaments gefunden und das bedeutet, dass das Ganze vermutlich im Februar 2016 beschlossen wird, weil der Ausschuss, der das irgendwie vorbeschlossen hat, der ist sozusagen federführend und und in 99,9% aller Fälle halten sich dann auch die übrigen Parlamentarier an das, was im Ausschuss beschlossen worden ist. Und da war eben der Druck scheinbar nach dem zweiten Terroranschlag so groß, dass es nicht mehr anders gegangen ist aus Sicht der Parlamentarier. Natürlich heißt das nicht, dass da alle zustimmen werden, im Gegenteil, es sind bestimmte Fraktionen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob wir das eigentlich wirklich brauchen oder ob uns das einfach nur so verkauft wird, dass wir es brauchen. Wir brauchen es unbedingt. Wenn man sich das jetzt irgendwie anschaut, was da eigentlich passiert ist im letzten Jahr, ist es aber so, dass es sehr viel darauf hindeutet, dass wir es eigentlich gar nicht brauchen. Und zwar sind die Informationen über die Täter von Paris schon vorher verfügbar gewesen, über Airlines, nationale Behörden und andere Organisationen wie Europol oder Grenzschutz. Und dieser Mangel an Informationen, der diese Vorratsdatenspeicherung der Reisedaten jetzt rechtfertigen soll, der war aber eigentlich gar nicht vorhanden. Sondern das wird uns nur eingeredet. Und diese Datenflut alleine nützt überhaupt nicht. Wenn, dann bräuchten Behörden auch die Tools, um was mit diesen Daten überhaupt anzufangen. Die Frage, die sich dann halt auch noch stellt, warum es eigentlich gar keine Evaluierung der bestehenden Maßnahmen gibt. Weil Datenschützer fordern eigentlich schon seit Jahren, dass man eigentlich zuerst einmal die Überwachungsgesetze evaluieren sollte, bevor man überhaupt sich neue Maßnahmen überlegt und einmal feststellen soll, was braucht man überhaupt irgendwas noch? Also es ist eigentlich fraglich, ob man irgendwas braucht. Das sage jetzt nicht nur ich, sondern das sagen auch sehr viele andere schlaue Leute oder viel schlauere Leute. Und zwar unter anderem Evan McCaskill vom Guardian, der halt auch die Geschichten mit Edward Snowden gemacht hat, sagt, es gibt keinen einzigen Beweis dafür, dass Massenüberwachung Terrorismus wirklich aufhält. Und der EU-Datenschutzbeauftragte Giovanni Buttarelli: Unsere Freiheiten können nicht, indem wir das Recht auf Privatsphäre unterminieren. Also ich weiß nicht, was man da noch dazu sagen kann. Ich finde, das sind eigentlich zwei ziemlich starke Zitate. Jetzt bleibt natürlich die Frage, was kann man eigentlich tun? Und da hat der grüne EU-Parlamentarier Jan-Philipp Albrecht
vor kurzem einen Tweet dazu abgesetzt. Ihr könnt ihn alle lesen, also brauche ich jetzt nicht übersetzen. Was er damit meint, ist, diese EU-Vorratsdatenspeicherung ist eben grundrechtswidrig und durch das EuGH-Urteil vom Jahr 2014 ist es eigentlich ganz klar, dass dieses Abkommen so nicht kommen kann. Und wenn es denn jetzt trotzdem kommt, dann wird man das wohl wieder wegklagen können. Und er hofft halt darauf, dass sich da wieder ein angehender Jurist irgendwie damit beschäftigt. Und der Max hat gerade am Mittwoch in einer anderen Veranstaltung erzählt, dass er gehört hat, dass halt wirklich auf die EU-Abgeordneten so ein großer Druck ausgeübt worden ist, dass sie halt jetzt sagen, ja, sie stimmen dem jetzt zu, sie wollen das eigentlich gar nicht, aber sie stimmen zu, weil es ist dieser Terrorismus, der schwebt eben über allem und sie hoffen darauf, dass es nachher wieder weggeklagt wird. Was man jetzt vor Februar noch tun kann, man kann NoPNR unterstützen. Das ist eine Initiative aus Deutschland, die gibt es schon länger, von Alexander Sander. Und der hat eben diese Seite gestartet und über diese Seite findet man Kontakt zu EU-Abgeordneten und kann denen E-Mails schreiben und so noch versuchen, irgendwie sie darauf aufmerksam zu machen, dass es vielleicht doch keine so schlaue Idee ist. Und damit bin ich auch schon am Ende. Vielen Dank. Die Frage ans. Auch kurz vorlesen, weil die Leute im Radio sehen es nicht. Habe ich gemacht, aber ich lese sie gerne nochmal vor. Der EU-Datenschutzbeauftragte Giovanni Buttarelli hat gesagt, unsere Freiheiten können nicht geschützt werden, indem wir das Recht auf Privatsphäre unterminieren. Und der Evan McAskill von The Guardian hat gesagt, es gibt keinen einzigen Beweis dafür, dass Massenüberwachung Terrorismus wirklich aufhält. Den Tweet kann ich auch vorlesen. Jan-Philipp Albrecht hat getwittert, if there is any law student intending to become the next Max Schrems, I can recommend to prepare an ECJ file against EU-PNR, a winning case. Super. So, danke dafür. Und aus demselben Grund, dass wir diese Daten jetzt nochmal vorgelesen haben, damit es im Stream vorkommt, jetzt auch die Frage, ob es Fragen gibt. Zumindest zwei, drei kurze können wir auf jeden Fall jetzt machen. Ansonsten ist ja der Plan Vortragsdurchlauf relativ rasch und danach die Gelegenheit, die Vortragenden sind ja so freundlich und bleiben nachher noch da zu einem Club Mate oder sonst was. Aber gibt es jetzt ad hoc Fragen zu diesem Vortrag? Und dann bitte ins Mikro, wollte ich damit eigentlich vor allem sagen. Also der EuGH hat sich noch nicht beschäftigt damit und man kann ihn erst dazu zwingen, wenn das quasi aktiv ist, richtig? Oder kann Nein, man schon vorher? Der EuGH hat sich mit dem EU-PNR nicht beschäftigt. Das kann man tatsächlich erst, wenn das Gesetz beschlossen ist. Was heißt Gesetz? Das ist ja kein Gesetz, ein Abkommen. Also wenn dieses Abkommen beschlossen ist, dann kann man vor den EuGH gehen. Was aber vor dem EuGH tatsächlich schon verhandelt wird, ist das Kanada-PNR. Das heißt, die Reisedaten von den Flugreisenden von Europa nach Kanada, das wird gerade vom EuGH schon untersucht und da ist eigentlich im nächsten halben Jahr bis Jahr eine Entscheidung zu erwarten und genau deswegen ist es relativ unverständlich, warum nicht eigentlich zuerst gewartet wird, wie diese Entscheidung ausfällt und vorher schon unbedingt dieses Abkommen durchgebracht werden soll. Okay, danke. Gibt es noch weitere Ad-hoc-Fragen? Hallo, ich hätte eine Frage zu dem freien Eingabefeld, das du vorher genannt hast. Wer gibt da was ein? Also wer macht diese Eingabe? Die Beamten, die also so ähnlich wie am Schalter in Amerika, wenn man da einreist, oder, also zum Beispiel, nicht nur die, aber auch die. Da
Dann auch die Leute, die diese Gepäckskontrollen machen, weil teilweise wird ja auch das eingecheckte Gepäck kontrolliert. Die auch? Ja, die auch. Also nicht nur die, sondern die auch. Gibt es noch weitere Fragen? Hallo, und zwar, ich hätte noch eine Frage, nachdem es ja keine Evaluierung darüber gibt, ob jetzt Massendatenspeicherung wirklich Anschläge verhindern kann oder nicht, wie kann man dann die Behauptung aufstellen, dass es nicht, also Terroranschläge verhindert? Gibt es da irgendwo Daten dazu, Informationen? Nein. Oder ist es einfach nur... Dazu gibt es eben, du meinst jetzt die Behauptung, dass es das nicht verhindert oder dass es das verhindert? Beides eigentlich. Also wenn es keine Evaluierung gibt, kann man ja weder die eine noch die andere Behauptung aufstellen. Nein, also es gibt weder das eine noch das andere. Das heißt, diese Behauptung aufstellen, dass das was hilft, sie verlangen es einfach, weil sie die Daten speichern wollen. Sie wollen diese Daten speichern. Sie brauchen diese Daten, aber nicht für die Terrorismusbekämpfung, sondern sie wollen sie einfach haben. Das ist eigentlich so der Grund. Und sie haben aber absolut keinen Beleg dafür, dass das wirklich notwendig ist. Eine letzte Frage noch und dann für die anderen Fragen bitte im Anschluss. Und wer könnte so eine Evaluierung machen, dass sie wesentlich wäre? Also in Österreich gibt es den AK Vorrat und der macht so eine Evaluierung der Überwachungsgesetze für Österreich, für die Vorratsdaten und andere Überwachungsgesetze, die wir halt in Österreich haben, also die Vorratsdaten nicht, sondern andere Überwachung. Und wer das auf EU-Ebene machen könnte, auch eigentlich Bürgerrechtsorganisationen, oder es könnte die EU selbst evaluieren, das wäre eigentlich natürlich auch eine Möglichkeit. Die EU hat ja diverse Forschungsprojekte und finanziert sehr viele Forschungsprojekte, da könnte das aber eigentlich auch eines davon sein, wenn man das wirklich will. Gut, danke Barbara. Wir haben jetzt den Wechsel zum nächsten Vortrag, vielleicht nochmal einen Applaus. So. Ganz kurze Pause brauchen wir sowieso. So, bedauerlicherweise hatten wir jetzt doch einen kleinen Ausfall. Die Internetverbindung war für ein paar Minuten komplett weg. Wir geben euch jetzt ein bisschen Zeit, den Stream wieder einzusteigen. Wer es komplett hören möchte, kann das im CBA nachhören. Es wird auch von freien Radios übernommen und ausgestrahlt und vor allem, wie gesagt, Leonard Dobusch hat das bereits erwähnt, im Archiv der Freien Radios cba.fro.at archiviert. Wir setzen die Veranstaltung jetzt fort. Glücklicherweise war es ja ein gut geeigneter Augenblick zwischen zwei Speakers. Als nächster Speaker oder Speakerin, besser gesagt, kommt nun Ingrid Brodnik. So, wir machen weiter. Und wer sich nach diesem deprimierenden Einstieg erhofft hat, dass es jetzt fröhlich wird, den muss ich leider enttäuschen.
Als nächstes wird nämlich Ingrid Brodnik, und ich bin auch sicher, sie ist mindestens so bekannt wie ihre Vorrednerin hier in dieser Runde, langjährige Internet-Medien-Ressortleiterin beim Falter, seit circa einem Jahr jetzt bei Profil. Heute eigentlich aber auch hier als Autorin eines sehr lesenswerten Buches, und ich sage das jetzt nicht als jemand, der, ich ausnahmsweise habe ich das wirklich gelesen, ich habe es, wer es mir nicht glaubt, ich kann meine Rezension bei netzpolitik.org nachlesen, nämlich das Buch ist Der unsichtbare Mensch, wie die Anonymität im Internet unsere Gesellschaft verändert. Und sie wird jetzt einen sehr kurzen Ausriss natürlich von dem bringen, worum es da in diesem Buch geht, und damit anknüpft man diese aktuelle, aber eigentlich das Internet eigentlich schon seit Jahren begleitende Debatte, wie umgehen mit dieser Diskussionskultur oder fehlenden Diskussionskultur im Netz. Genau. Danke dir. Oh, das muss man wirklich sehr nah ranhalten. Hallo, ich habe euch was mitgebracht. Hass, Hass, Hass. Nein, davon gibt es eh schon genug. Ich versuche das möglichst nicht zu hasserfüllt zu beschreiben. Wie der Leonhard schon gesagt hat, ich werde über Hass und Verschwörungstheorien im Internet sprechen und die Frage, welche Auswirkungen das zu einem gewissen Grad auch auf unsere Demokratie haben könnte. Normalerweise leitet man ja so Vorträge immer mit schönen Geschichten ein, mit Personen oder mit bunten Erlebnissen. Wer ein paar TED-Talks schon gesehen hat, der weiß, am Anfang muss etwas wahnsinnig Inspirierendes kommen. Ich muss enttäuschen, ich bringe einen Satz aus einer Studie. Der aber dafür, für eine Studie, finde ich, doch recht deutlich ist. Italienische und amerikanische Forscher haben sich letztes Jahr angeschaut, die Studie ist brandneu, die ist vor wenigen Tagen erschienen, haben sich letztes Jahr angeschaut, wie Informationen online genutzt und geteilt werden. Sie haben sich 32 Seiten auf Facebook näher angesehen, die sich mit Verschwörungstheorien beschäftigen, und alle Posts dort innerhalb der letzten 5 Jahre analysiert und wie sie geteilt wurden, und 35 Seiten aus dem naturwissenschaftlichen Bereich, also Facebook-Seiten, die sich mit Naturwissenschaft beschäftigen. Und ich fasse so eine Grunderkenntnis aus dieser Studie zusammen, oder besser gesagt, ich lese das Zitat jetzt vor. Die Wissenschaftler schrieben in ihrem Paper Folgendes. User tendieren dazu, sich in Communities mit demselben Interesse zu aggregieren, was zu einer Verstärkung des Confirmation Bias führt. Der Confirmation Bias, als kurze Erklärung, beschreibt jeden Zustand, dass Menschen tendenziell eher nach Informationen suchen, die ihrer Meinung eh schon entspricht, und dass man sich tendenziell auch eher an etwas erinnert, was man eh schon immer geglaubt hat. Und sie schrieben weiter, das führt auch, Zitat, zur Abgrenzung und zur Polarisierung. Dies schadet der Informationsqualität und führt zu einer starken Vermehrung von voreingenommenen Sichtweisen, geschürt durch unbelegte Gerüchte, Misstrauen und Paranoia. Es ist also messbar, dass wir ein Problem im Internet haben. Wir können tatsächlich bereits eine Polarisierung und eine Zersplittung der Öffentlichung wahrnehmen. Die Forscher nennen das übrigens homogene und polarisierte Cluster. Diese Cluster, also Menschenansammlungen in verschiedenen Seiten, in verschiedenen Blogs, haben eine sehr unterschiedliche Wahrnehmung der Welt. Ich glaube, wie unterschiedlich die Wahrnehmung der Welt ist, erleben wir zum Beispiel auch derzeit in der gesamten Flüchtlingsdebatte. Die Forscher beschreiben ein Verhalten, wo User sich hauptsächlich unter Gleichdenkenden austauschen. Zumindest ist das auf Facebook so, denn diese Studie bezieht sich darauf. Und sie sagen, diese These von der Echokammer, in der wir hauptsächlich jene Informationen konsumieren und teilen, die unseren Meinungen entspricht, die ist belegbar. Jetzt werden sicher manche sagen, diese Debatte führt man dann immer, na und, war das nicht immer schon so, dass Menschen eher jene Nachrichten gelesen haben, die sie interessiert haben? Früher war das vielleicht die Parteizeitung. Ist da etwas Neues dran? Und die Antwort ist wohl ja. Denn die Struktur des Internets verstärkt diese Möglichkeiten, Gleichdenkende zu finden. Vielen hier ist es ganz sicher bewusst, ich sage es aber sicherheitshalber auch noch einmal. Sicher konnte ich früher schon viel Informationen über Verschwörungstheorien finden, wenn ich zum Beispiel eine Abonnentin des UFO-Verlags war,
Der UFO-Verlag heißt heute Kopf-Verlag. Der hieß früher wirklich UFO-Verlag. Und ich konnte über diverse Mailinglisten oder gewisse Treffen auch Gleichdenkende real treffen. Nur, es war deutlich schwieriger. Sehr oft ist diese Fragmentarisierung, die heute möglich ist, ja bequem. Ich zum Beispiel finde es praktisch, dass mir Netflix genau sagt, welche Serie mir gefallen könnte. Sehr oft ist das angenehm. Doch manchmal wird es problematisch. Ich glaube, generell ist es bedenklich in einer Demokratie, wenn wir wenig Kontakt mit Andersdenkenden haben und uns vielleicht auch abschotten. Aber mit Sicherheit wird es dann schwierig, wenn es speziell um Verschwörungstheorien geht und sich gewisse Erzählungen verfestigen, etwa dass Impfen Autismus fördert oder allen Ernstes die Erzählung, dass die Erde viel größer ist, es Kontinente gibt, die gar nicht bekannt sind und die Dinosaurier auch noch leben. Eine meiner Lieblingsthesen. Diese Abschottung führt nämlich dazu, dass Menschen für uns nicht mehr erreichbar sind, für uns andere, die quasi mit wissenschaftlichen Belegen versuchen, Dinge zu erklären. Und diese User, die sitzen dann in ihrer Echokammer, wir sitzen in unserer eigenen Echokammer und die sitzen in ihrer Echokammer und aus ihrer Echokammer ertönt es dann Lügenpresse, Lügenpresse. Diese Abschottung erklärt in meinen Augen auch Phänomene wie Pegida. Aber eines ist wichtig, ich bezweifle, dass das Internet hauptverantwortlich ist für die Gräben in der Gesellschaft oder das allgemeine Misstrauen gegen Politik und Medien. Wohl aber ist es wie ein Katalysator, der gesellschaftliche Entwicklung schneller vorantreibt. Und gewisse gesellschaftliche Entwicklungen haben wir vielleicht zu lange nicht gesehen. Auch was das Internet betrifft. In der Frühzeit des Internets gab es die Hoffnung, dass die pure Existenz der digitalen Kommunikation zu einer aufgeklärten Debatte führt. Der Sozialwissenschaftler Howard Rheingold schrieb noch im Jahr 1992 Folgendes: Da wir einander nicht sehen können, können wir auch keine Vorurteile über andere bilden, bevor wir gelesen haben, was sie mitteilen wollen. Rassenzugehörigkeit, Geschlecht, Alter, nationale Abstammung und die äußere Erscheinung werden nur bekannt, wenn jemand diese Merkmale angeben will. Vielleicht können wir dieses Zitat später noch ein bisschen diskutieren. Ich finde daran noch etwas Zweites beeindruckend. Diese Passage spiegelt aber sehr gut wider, was früher geglaubt wurde. Dass im Internet alle gleichberechtigt sein würden, weil die äußerlichen Merkmale nicht sichtbar sind und die Menschen dadurch endlich auf Augenhöhe diskutieren. Das war eine sehr schöne Vorstellung, nämlich, dass online das bessere Argument siegt. Doch diese Vorstellung ist großteils nicht eingetreten. Online werden nämlich im Gegenteil häufig jene belohnt, die aggressiv sind. Und dazu gibt es eine weitere Studie, die das recht gut aufzeigt. Sie wurde von den Wissenschaftlern Degun Cho und Alessandro Acquisti der Carnegie Mellon University erstellt. Diese Forscher haben sich 75.000 Postings auf südkoreanischen Nachrichtenseiten angesehen. Und sie haben geschaut, welche Postings erhalten die meisten Likes. Zur Erklärung: Auf vielen Zeitungsseiten kann ich ja auch die User-Kommentare bewerten. Ich kann Daumen hoch, Daumen runter klicken, ich kann auf Rot oder Grün, Plus oder Minus klicken. Die Forscher haben das ausgewertet und geschaut, welche Kommentare immer am meisten Zuspruch erhalten. Und sie fanden heraus, Kommentare, die Schimpfworte enthalten, bekommen mehr Likes. Und das muss man sich einmal durch den Kopf gehen lassen. Ist ein Kommentar untergriffig oder mit Beleidigungen gefüllt, kriegt er wahrscheinlich mehr Likes. Das ist ein menschlicher Faktor, der dazu führt, dass die Schreihälse oft auch mehr wahrgenommen werden. Es gibt aber auch technische Faktoren. Denn in einer von Algorithmen sortierten Medienrealität wird derjenige, der viele Likes hat, auch noch mehr Menschen angezeigt. Das heißt, eine Kombination aus menschlichen und technischen Faktoren hilft jenen, die halt besonders ruppig formulieren. Und in meinen Augen erklärt das vielleicht auch, warum Heinz-Christian Strache der stärkste österreichische Politiker auf Facebook ist. Das Internet ist in meinen Augen sehr wohl ein Medium, das eine fairere Debatte möglich machen würde. Nur das passiert eben nicht ganz automatisch. Zu lange gab es dieses Glauben,
dass alle im Netz dieselben Chancen finden. Aber stimmt das? Haben Zurückhaltende die gleichen Chancen wie Aufdringliche? Haben Frauen die gleichen Karten wie Männer? Haben spröde Politiker die gleiche Chance wie Populisten? Einer der größten Mythen rund um das Internet ist, dass es automatisch ein egalitärer Raum ist. Es fehlen Sicherheitsmechanismen, zum Beispiel eine strikte Moderation, die das in vielen Räumen erst ermöglicht. Und ich gebe gerne ein Beispiel, das es ein bisschen erklärt. Seit den 90er Jahren haben sich Foren im Internet nicht maßgeblich verändert. Jeder weiß, wie ein Forum ausschaut. In der Regel ist der neueste Kommentar ganz oben. Und in den Anfangstagen des Internets machte das auch total Sinn, weil es gab zum Beispiel gar nicht so viele Kommentare. Da war jeder schon glücklich, wenn er 7 Beiträge auf seinem Gästebuch auf dieser schwindligen Homepage hatte, die damals jeder angelegt hatte. Das war auch okay. Nur heutzutage haben wir eine andere Debatte. Eine Debatte, wo zum Beispiel 1000 Postings im Standardforum erscheinen oder 100.000 Postings unter einem Beitrag der Huffington Post. In so einer Realität werden chronologische Postings mitunter problematisch. Denn sie nützen den Rüpeln. Wenn ich heute in ein Zeitungsforum gehe und, unter einem Artikel 100-mal meine Meinung wiederhole, wenn ich 100-mal dort poste, dann bin ich 100-mal an erster Stelle ganz oben sichtbar. Wenn ich aber in diesem Zeitungsforum diesen Artikel auch lese und mir denke, ah, dieser eine Aspekt, den sollte man noch ergänzen, und ich poste diesen einen Aspekt und ich wiederhole mich nicht, dann bin ich nur einmal ganz oben sichtbar. Ist die Meinung desjenigen, der aber nur einmal postet, 100-mal unwichtiger als desjenigen, der einfach auf Teufel komm raus alle zutextet? Ich glaube nicht. Wohl aber können wir genau dieses Verhalten auf vielen Webseiten beobachten, und hinzu kommt noch eine aggressive Tonalität einzelner User, oft dieser Power-User, die dann andere verstummen lässt. Die ziehen sich aus der Diskussion zurück. Heute ist Wikipedia 15 Jahre alt geworden, und nur eine interessante Zahl dazu. Eine interne Umfrage aus dem Jahr 2011 fand heraus, dass nur einer von 10 Helfern der Wikipedia, einer von 10 Wikipedianern eine Frau ist. Und erst vor wenigen Wochen erschien im Atlantic in den USA ein sehr interessanter Artikel über den Umgang mit Frauen auf Wikipedia. Und die Autorin schrieb dabei Folgendes über das Verhalten mancher weiblicher Wikipedianerinnen. Sie schrieb, um zu verhindern, dass sie Ziel von Belästigungen werden, nutzen manche Wikipedianerinnen geschlechtsneutrale Pseudonyme und sie vermeiden es, bei ihrem Usernamen irgendeine persönliche Information anzuführen. Und das ist doch irre, dass Frauen verheimlichen, dass sie eine Frau sind, damit bloß niemand unangenehm wird. Das ist der Zustand des Internets im Jahr 2015, mehr als ein Vierteljahrhundert, nachdem das World Wide Web erfunden wurde. Ich wurde eingeladen, um über Hate Speech und Wut im Netz zu sprechen. Und in meinen Augen sind zwei der größten Probleme die bereits genannten. Erstens die Polarisierung, also dass sich Menschen auch abspalten von den anderen, von der Lügenpresse oder den Lügenwissenschaftlern oder was weiß ich, und sich mit obskuren Quellen radikalisieren. Und zweitens, dass aggressive Postings extrem sichtbar sind, während nuancierte Wortmeldungen oft gar nicht so richtig aufscheinen. Wie gesagt, das Internet ist in meinen Augen derzeit kein egalitärer Raum. Und das Skurrile daran ist, das war nie böse gemeint. Die Gründe dafür sind eigentlich total wohlmeinend. In vielen digitalen Debatten seit dem Anfang des Internets gab es immer das Bestreben, bloß keine Meinung zu sanktionieren. Also eine möglichst sanktionsfreie Rede zuzulassen. An sich ein edles Bestreben. Nur ist offensichtlich, dass das eben nicht immer funktioniert. Wenn ich jede Meinung egalitär behandle, setzen sich jene durch, die sich groß fühlen, wenn sie andere klein machen. Und wenn ich jede Aussage als gleichwertig einstufe, gebe ich der Lüge gleich viel Gewicht wie einer belegbaren Aussage. Wahrscheinlich trage ich hier Eulen nach Athen und vielen ist das schon bewusst.
Ich will aber trotzdem ein Beispiel geben für die Niederträchtigkeiten, die tatsächlich in die öffentliche Debatte eingekehrt sind. Es ist ein sehr bekanntes Beispiel. Auf Facebook kursierte ein Foto, erst im vergangenen Herbst, das die Chefin der österreichischen Grünen zeigt, Eva Glawischnik. Und daneben steht das angebliche Zitat von ihr, wo sie sagt, Schutzsuchende müssen das Recht haben, auf Mädchen loszugehen. Alles andere wäre rassistisch Flüchtlingen gegenüber. Es wird also behauptet, Eva Glawischnik fände die Vergewaltigung österreichischer Mädchen voll okay. Das Bild verbreitete sich wie ein Lauffeuer im Internet. Ich habe heute nachgefragt. Das Bild wurde tausende Male geteilt und die Grünen gehen davon aus, dass derartige Sujets von mehr als 100.000 Österreichern gesehen wurden. Natürlich ist es ein Fake. Nichtsdestotrotz glauben viele User tatsächlich, dass dieses Zitat wahr ist. Denn es steht neben dem Foto einer Person, das Zitat muss bekanntlich wahr sein, wenn es neben dem Foto der Person steht. Zumindest ist das die Logik vielerorts. Die User waren aufgebracht und sie posteten dann wirklich in Rage und wirklich schlimme Sachen. Sie forderten zum Teil sogar die Vergewaltigung von Eva Glawischnik. Sie schrieben Kommentare wie, dann nehmt euch gleich diese Tante vor als glänzendes Beispiel. Oder stell dich hin, dann können die auf dich losgehen. Die Grünen gehen nun juristisch gegen diese Sujets vor. Ich finde es gut, wenn es zunehmend ein Bewusstsein sowohl in der Politik als auch unter Richtern gibt, welche Formen von Hate Speech bereits kursieren. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dagegen vorzugehen, weil tatsächlich viele User der Meinung waren, das hat sie wirklich gesagt. Es ist eben ein Irrtum, dass im Internet jede Stimme und jeder User gleich schützenswert ist. Eine Diskussionskultur, bei der Frauen konstant als Schlampe oder naive Göre abgestempelt werden, ist nicht beschützenswert. Eine Diskussionskultur, in der Verschwörungstheorien gleichrangig mit wissenschaftlichen Fakten behandelt werden, ist nicht beschützenswert. Und eine Diskussionskultur, wo dann, wenn man das anspricht, der Aggressor dem Opfer sagt, ja lass dir halt eine dickere Haut wachsen, die ist auch nicht schützenswert. Ich glaube, die Debatte darüber ist ohnehin schon sehr viel stärker geworden. Aber meines Erachtens müssen wir diese Probleme so lange ansprechen, bis wir bessere Antworten haben als bisher. Wir haben bisher zumindest ein paar Ideen. Was könnte man tun? Wie gesagt, eine letztgültige, stets funktionierende Antwort gibt es bisher nicht. Wohl aber ein paar Ansätze. Ich glaube, wir müssen das Diskussionsniveau heben und eine klare rote Linie ziehen. Das bedeutet, dass Webseitenbetreiber und Online-Medien mehr Verantwortung für die Tonalität, ich rede nicht von den Inhalten, sondern von der Tonalität in ihrer Form nehmen müssen und möglichst schimpfwortfreie Räume schaffen. Diese schimpfwortfreien Räume sind nicht nur eine Frage des Geschmacks oder ob man jetzt jemand ist, der eine dünne Haut hat. Schimpfworte haben eine Wirkung. Das zeigte auch eine Studie von Forschern der University of Wisconsin. Die haben einen Blog-Eintrag zum Thema Nanotechnologie verfassen lassen, der wirklich sehr seriös, sauber und ausgewogen geschrieben war. Es wurden die positiven Seiten und die negativen Seiten der Nanotechnologie beschrieben. Und darunter gab es Postings. 1100 Amerikaner haben diesen Beitrag gelesen und darunter auch die Postings. Nur die eine Hälfte las Postings, in denen diskutiert wurde, durchaus lebendig, aber ohne Schimpfworte. Und die andere Hälfte las die exakt gleichen Postings, nur waren da noch Schimpfworte eingeflochten. Zum Beispiel stand dann, ja und wer das nicht versteht, der ist ein Idiot. Und dann haben sie einfach verglichen, wie diese zwei Gruppen über das Thema Nanotechnologie dachten. Und die Forscher nennen ihre Ergebnisse selbst verstörend. Denn die Gruppe, die die Schimpfworte las, hatte plötzlich eine viel negativere Meinung über das Gesamtthema Nanotechnologie. Die waren nicht nur angefressen, dass sie diese Schimpfworte lesen mussten, die dachten nachher anders darüber. Und das legt den Schluss nahe, dass ich mit Aggression und nicht mit Argumenten eine Debatte kaputt machen kann. Auch aus solchen Überlegungen gibt es Medien wie zum Beispiel
das Blogging-Imperium Gawker, dass das Kommentarsystem sehr verändert hat bereits. Dort werden zum Beispiel nicht mehr die neuesten Beiträge ganz oben angezeigt, sondern Beiträge, auf die der Autor des Textes irgendwie reagiert hat, interagiert hat. Das heißt, vielleicht hat er es geliked oder vielleicht hat er darauf geantwortet. Es ist ein Weg zu versuchen, eben jene Beiträge zu hervorzuheben, die für viele User interessant sein könnten und nicht immer die lautesten User. Ich glaube also, zum einen sollten wir auf einen respektvollen Ton achten, allein schon, um es denjenigen nicht ganz so einfach machen, die einfach nur mit den Schimpfworten daherkommen. Weil natürlich hat so etwas weitreichende Konsequenzen. Wenn ich rein mit Schimpfworten eine Diskussion kaputt machen kann, dann schauen wir uns nur an, was mit dem Thema Feminismus passiert. Wo unter jedem Text, der irgendwie Feminismus behandelt, sofort Schimpfworte kommen. Wenn dort ähnliche Effekte wie bei der Nanotechnologie feststellbar sind, dann haben wir ein Problem. Und zweitens glaube ich auch, dass wir auch klar machen müssen, dass eben nicht jede Wortmeldung gleich viel Gewicht hat, inhaltlich. Gerade rechte Verschwörungsblogs sind ja eigentlich sehr unterhaltsam, weil sie immer vom Begriff Wahrheit reden. Ein bisschen Wahrheitsfindungskultur täte im Internet tatsächlich gut. Einfach nachzurecherchieren, was stimmt und was nicht und wie habe ich diesen Schluss getroffen, welche Ergebnisse haben mich dorthin geführt. Ich glaube, dass Medien hier noch viel mehr machen könnten auch transparenter offenlegen könnten, woher sie eine Information haben. Das passiert oft nicht. Aber es ist auch sehr gut, dass Blogs zunehmend diese Funktion miterfüllen. Zum Beispiel Grobuck, das Medien kontrolliert, aber eben auch zum Beispiel Mimikama, der Verein, der die Facebook-Seite zuerst denken, dann klicken betreibt und die sehr oft aufzeigen, dass Beiträge gefälscht sind. Dass zum Beispiel gerade eben nicht eine 75-jährige Pensionistin in Schweden brutalst vergewaltigt wurde von Flüchtlingen, sondern dass dieses Bild, das zeigen sie auf, dass dieses Bild schon älter ist und aus Südafrika stammt. Sehr oft sind diese Fälschungen überprüfbar. Wir brauchen in meinen Augen eine andere Diskussionskultur. Eine nämlich, wo die Grundsätze des logischen Denkens und auch des fairen Diskutierens wieder mehr geachtet werden. Eine, wo Verschwörungstheorien nicht auf die gleiche Ebene wie belegbare Ergebnisse gestellt werden. Ich will dazu ein Beispiel geben. Wenn zwei Diskutanten auf einer Bühne stehen und der eine sagt, die Evolution hat es nie gegeben, Gott hat die Erde geschaffen. Und die andere Seite sagt, doch, die Evolution hat es gegeben, denn diese und jene wissenschaftliche Erkenntnis und Überlegungen haben uns dazu geführt. Dann ist die Antwort nicht, wie es manchmal heißt, irgendwo dazwischen. Die Antwort ist nicht der Mittelpunkt der aller möglichen Meinungen. Doch dieser Irrglaube wird immer wieder in Medien behauptet. Da steht, man hat das jetzt schon so oft gelesen von diesen argen Geschichten, da wird schon was dran sein. So etwas nennt man übrigens False Balance. Es ist ein Irrglaube, dass es ausgewogen ist, dass der Mittelpunkt zwischen zwei Standpunkten die Wahrheit ist. Es ist nicht ausgewogen, wenn ich eine wissenschaftlich belegbare Aussage und eine wissenschaftlich nicht belegbare Aussage auf die gleiche Ebene hebe. Dass sich manche User in verschwörungsaffine Räume zurückziehen, ich glaube, das wird sehr schwer zu verhindern sein. Wahrscheinlich ist es nicht verhinderbar. Aber zumindest können wir schauen, dass wir die seriöseren Räume, die Räume, wo eben nicht nur die verschwörungstheorieaffinen User unterwegs sind, wieder etwas mehr mit Fakten und weniger mit Emotionen füllen. Mir scheint, die öffentliche Debatte wird derzeit zu sehr von rhetorischen Nebelgranaten abgelenkt. Und das ist sowohl offline als auch online der Fall. Doch gerade im Netz hätten wir eine große Chance. Hier können wir verlinken, hier können wir Aussagen häufig doch recht leicht überprüfen oder, wenn man transparent vorgeht, aufzeigen, wo man eine Information her hat. Und wenn wir das in Zukunft stärker tun, lassen wir uns vielleicht nicht mehr so leicht ablenken. Ich glaube jedenfalls, eine andere digitale Diskussionskultur muss möglich sein. Nur
ein Mikro, das ich hin und her laufend tragen werde. Fragen. Bitte schimpfwort frei. So, also es muss nicht sein, also ihr könnt auch dann in der Pause quasi, also solange es Schimpfwort frei bleibt. Ein Land, in dem also eine ganze Reihe von Maßnahmen getroffen worden sind, bereits seit Jahren, um genau solche Phänomene zu verhindern, ist China. Und da wird also sehr viel Geld, Energie und Manpower und Software und so weiter drin reingesteckt, um eine positive Energie im Internet zu verbreiten, um Gerüchte zu verhindern. Und die Frage ist einfach, wo man dann, wenn man sich anschaut, wie diese Phänomene in China sich auswirken, welche menschenrechtlich bedenklichen Konsequenzen das hat, sieht man, was das für eine dünne Linie ist, wo man sich da bewegt. Ich habe mir China ein bisschen für mein Buch angeschaut, weil China für mich irgendwie ein interessanter Widerspruch war. Es stimmt vollkommen, dass es in China demokratisch oder demokratiepolitisch höchst problematische Bestrebungen gibt, gewisse Informationen nicht so gut sichtbar zu machen oder einen Diskurs einzuführen, der bloß nicht kritisch gegenüber dem herrschenden System ist. Was ich aber so spannend fand, und das war mir bis zur Recherche nicht bewusst, dass während China unglaublich viel Geld investiert, um den Staat quasi vor seinen Bürgern zu schützen, wird wahnsinnig wenig Zeit oder Geld oder Personal investiert, um Menschen vor Menschen zu schützen. Weil China lustigerweise, oder nicht lustigerweise, aber faszinierenderweise, eine der schlimmsten Online-Kulturen hat, was so das Wahren gewisser Grundrechte betrifft. In China gibt es den Begriff Renru Susu, und ich spreche ihn garantiert falsch aus, der heißt Menschenfleischsuchmaschine. Weil in China es sogar häufig vorkommt, dass sich so richtige Mobs online bilden, um einzelne Personen, die irgendeinen Fehltritt sich geleistet haben, zu verfolgen. Und ein solcher Fall war ganz etwas Grausiges. Da gab es ein Video von einer Frau, die in einem Stiletto eine kleine Katze zu Tode tritt. Ganz, ganz furchtbar. Und Menschen waren natürlich erzürnt. Und man hat gesehen, es ist eine Chinesin. Und viele Chinesen haben dann angefangen, wer ist das, kennt wer die Frau, wie finden wir die? Und haben tausende User mitgearbeitet und die haben die gefunden, die haben die alle persönlichen Daten, die Anschrift, alles offengelegt. Die Frau hat ihren Job verloren und sie musste sogar die Stadt wechseln, weil sie so in Gefahr gebracht wurde. Man kann jetzt natürlich nicht verteidigen, was sie gemacht hat, aber das zeigt, dass es eben dann keinen Staat gibt, zu dem man gehen kann, sagen, Hilfe, ich werde gefährdet. Zumindest ist das mein Eindruck. Ich habe mit Michael Anti gesprochen, das ist ein chinesischer Cyberdissident, der mittlerweile in den USA lebt. Und ich habe ihn gefragt, wie sie das erklären lässt, dass Menschen eben online so ausgeliefert werden. Und er hat mir das so erklärt, das chinesische Regime, was es macht, das will sich ja nur selbst schützen. Der Rest ist denen, glaube ich, ziemlich nicht so relevant. Ist noch eine weitere Frage? Ich würde dich gerne um deine Einschätzung bitten. Mir kommt es ja durchaus so vor, also du hast es ja sehr gut beschrieben, dass im Internet gewisse Phänomene noch verstärkt werden oder erst hervorgebracht werden. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass sexistisches, rassistisches, hasserfülltes Agieren nur dort vorkommt, wo es schon in der realen Welt, im Real Life vorhanden ist. Wie gehen wir mit dem um, dass wir jetzt eigentlich, also wir haben ja das trotzdem im Real Life und im Internet, aber dann als neues Medium, als neues Phänomen nochmal verstärkt. Also würdest du das eher vorher ansetzen, dass man in den Schulen präventiv zum Beispiel mit Kindern arbeitet und an der Einstellung arbeitet, oder ist es wirklich auch was man mit Technologie oder mit dem, wie wir Gesprächskultur aufbauen, technologisch aufbauen, mit dem bekämpfen kann.
Ich komme noch mal ganz kurz auf das Zitat von Howard Rheingold zurück, weil das habe ich auch schon erwähnt, dass ich da noch was dazu sagen möchte. Weil ich das ist lustigerweise, das ist mir irgendwie eineinhalb Jahre erst aufgefallen, nachdem ich mich schon intensiv immer mit dem Zitat beschäftigt hatte und das sicher schon auch sehr oft erzählt hatte. Nämlich, da ist einer der schlimmsten Rückschlüsse in meinen Augen drinnen, der aber auch mir lange überhaupt nicht aufgefallen ist. So, jetzt muss ich es nur ganz schnell finden. Genau. Ich lese nochmal das Zitat vor. Er schwärmt eben von den Möglichkeiten, gerade des anonymen Internets. Da wir einander nicht sehen können, können wir auch keine Vorurteile über andere bilden, bevor wir gelesen haben, was sie mitteilen wollen. Rassenzugehörigkeit, Geschlecht, Alter, nationale Abstammung und die äußere Erscheinung werden nur bekannt, wenn jemand diese Merkmale angeben will. Und ich mir dachte, aha, interessant. Es geht also darum, man sieht den anderen nicht und darum wird man gegenseitig geschätzt. Und das neulich ist mir aufgefallen, eigentlich irre. Weil es bedeutet ja auch, dass ein Schwarzer online bloß nicht zu erkennen geben soll, dass er schwarz ist. Und dass eine Frau online bloß nicht zu erkennen geben soll, dass sie eine Frau ist. Und das ist die Lösung. Aber eigentlich hatte ich an ein Internet gehofft, wo wir vielleicht diese Dinge überwinden. Und wahrscheinlich war das naiv, weil warum soll man das automatisch online überwinden? Und auf die Frage, ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Weil ich denke, dass es Initiativen im Internet gibt, die sehr gut Sachen sichtbar machen. Zum Beispiel sogar all diese Videos in den USA, wo einfach gezeigt wird, wie Catcalling sich auswirkt. Ich glaube, die haben durchaus eine aufklärende Wirkung. Also ich glaube, das Internet kann aufklärend eingesetzt werden, aber gleichzeitig kann es da sicher nicht allein sein. Das ist jetzt nicht auf den Sexismus bezogen, aber wenn ich mir diese ganzen Verschwörungsseiten und auch diese Fake-Nachrichten ansehe im Internet, dann sind bei vielen dieser Beiträge viele Sachen auf den ersten Blick als Fälschung entpuppbar. Also ich lese das und frage mich, wie können so viele Menschen darauf sofort reinfallen? Das ist doch offensichtlich. Und da ist das Problem, vielleicht wird ein gewisser Teil der Bevölkerung nie so viel mitdenken wollen oder einfach andere Dinge ihn beschäftigen. Und vielleicht versagen wir tatsächlich einfach auch quasi in den anderen Räumen so eine gewisse Quellenanalysefähigkeit auszubilden. Und wenn wir das offline nicht haben, dann ist es halt unrealistisch, dass wir das plötzlich online entwickeln. Vielleicht eine letzte Frage noch, ansonsten würden wir zum dritten und letzten Vortrag kommen. Gibt es noch? Gut, dann danke. Danke, Ingrid. Aber bevor ich jetzt den Dodger gleich hier die Bühne übergebe, möchte ich noch eine Sache kurz erwähnen, weil vielleicht ist es manchen aufgefallen. Der letzte Programmpunkt heute ist, wir haben Besuch aus Deutschland vom Chaos Computer Club, konkret von dessen Vorstand, aber dass der Vorstand dort ja eigentlich gar nichts zu plaudern hat, wird der Vorstand nachher gleich selber erklären, wenn es um die Geschichte und die Struktur des CCC geht. Zumindest hat er mir sowas in die Richtung vorher angekündigt. Also was ich nur erwähnen möchte, ist, wir haben eigentlich ja eine kurzfristige Änderung gehabt. Eigentlich wäre ja als dritter Vortrag heute am Programm gestanden Silvia Kuba und Michi Heiling, die eine Studie gemacht haben zu Crowdwork. Und wir haben das jetzt nicht rausgehaut, weil wir einen dritten deprimierenden Vortrag euch nicht zumuten wollten, sondern da gab es kurzfristige Terminprobleme. Wir werden den Vortrag schon recht bald nachholen, weil der nächste netzpolitische Abend bereits ja am 4. Februar und ab dann hoch und heilig versprochen immer der erste Donnerstag des Monats sein wird. Das heißt, der eine Vortrag steht da schon fest und dann gibt es noch zwei weitere wieder. Das nur schon mal so als Teaser. Und ansonsten bitte ich jetzt den Dodger kurz spontan mehr oder weniger ein paar Dinge zu erzählen. Er hat auch keine Slides. Ich weiß nicht, warum. Alle haben sich, glaube ich, angepasst an die Zuhörerinnen und Zuhörer im Audiostream, die jetzt wissen, sie verpassen rein gar nichts. Sie kriegen alles mit, also natürlich außer diese vielen schönen Menschen hier. Soll ich das nehmen oder willst du mir das geben? Dann mache ich gleich noch weitere Ankündigungen, bis das sitzt. Wir haben außerdem auch noch bekommen, einige haben es schon gesehen, so einen ganzen Stapel voll Jahresrückblick, das Netz 2015, 2016. Also das sind die dort liegen, sind nicht alle. Wir haben angeblich genug für alle. Also das heißt, da mussten irgendwo Kisten stehen. Ja, okay, also die werden auf jeden Fall nachher noch rausgebracht. Das ist ziemlich lesenswert, manches, was da drin steht.
und heute quasi extra für diesen netzpolitischen Abend hierher geschickt worden, also die Woche schon. Und bitte nehmt es mit, weil sonst müssen es die hier irgendwie lagern, das braucht doch niemand. Aber pro Person ein Stück lagern, ja, also pro Person ein Stück wär, oder ein Buch wäre quasi heute so ein Zuckerl für die Teilnahme. Das nächste gibt es erst wieder in einem Jahr. Ja, also gut, so, aber jetzt Dodger, du bitte. Danke, danke. Ja, also kurz nochmal, warum ich keine Slides habe. Ich besuche euch mal wieder im Metalab über, vielleicht hast du ja Lust, zwei, drei Worte zu sagen oder zu diskutieren, zu der Mail von gestern, also so ein Vortrag wäre schon ganz geil, zu heute, als dann hieß, du stehst im Programm. Und zwischendurch 8 Stunden im ICE heute, aber ich hatte echt keine Lust, Folien zu klicken. Aber das kriegen wir auch so hin. Ich wurde gebeten, was über diesen CCC zu erzählen, von dem man so viel hört. Zum Ersten hätte ich mal eine Frage, wer weiß denn, wo in Wien der CCC sitzt? Richtig, ihr sitzt gerade mittendrin. Doch, das Metalab ist der offizielle Erfa des CCC. Also das hier ist ein Erfahrungsaustauschkreis. Das ist vor Jahrzehnten mal so eingerichtet worden und seitdem ist es so. Überraschung. Aber ich hole mal ein bisschen weiter aus. Also dieser Chaos Computer Club ist kurz zusammengefasst 1981 an einem sogenannten legendären Tisch entstanden, also die sogenannte Kommune 1, die damals in Berlin existierte, diese Hippies mit nackt an der Wand stehen und Fotos machen und so, die hatten einen großen Küchentisch in ihrer Kommune, der wanderte in die Redaktion der Taz, der Tageszeitung, und da trafen sich dann irgendwann mal 5 Computerfreaks, damals mit K geschrieben und IE hinten, die mal über diese Computer reden wollten, die überall so auftauchten, also 1981, ja, wir reden von einer Zeit, weit vor dem Internet, weit vor Datenfernübertragung und wenn dann nur 3 Computer pro Stadt so ungefähr, also diese Größenordnung. Die Grünen in Deutschland haben damals einen Brief geschrieben und haben nach einer Studie gefragt, die man erstellen sollte von diesen Computerfreaks, ob denn diese Computer in den Abgeordnetenbüros nicht irgendwie verbannt werden könnten, weil das ist also Teufelszeug und das geht gar nicht. In dieser Zeit ist also diese Gruppe zusammengekommen, und Umbau Holland und Klaus Schleisig herum und haben dann diesen Chaos Computer Club gegründet, um sich mal kreativ mit Technik zu beschäftigen, aber auch kritisch. Und das war damals schon so der Grundgedanke. Wir schauen uns das an, wir heißen die Technik willkommen, aber wir schauen sie auch kritisch an. Und daraus ist jetzt in diesen jetzt fast 35 Jahren ein Verein mit insgesamt 5.500 Mitgliedern auf Bundesebene in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg entstanden. Es gibt Chaos-Treffs, also ich sag mal lockere Stammtische, noch in Bristol, in Slowenien, also das ist mittlerweile ganz europäisch. Aber zu der ursprünglichen Struktur, dieser sogenannte ERFA, wozu auch Wien gehört, ist der Erfahrungsaustauschkreis. Das haben die Jungs sich damals ausgedacht, super Wort, bricht einem jedes Mal wieder das Genick. Weil was für Erfahrungen werden da ausgetauscht und wenn ja, von wem mit wem? Das sind im Endeffekt sind das lokale Niederlassungen. Die gibt es mittlerweile in 30 Städten in Deutschland, Österreich, der Schweiz. Und die Definition eines ERFAs ist, es ist ein eigenständiger Verein, er hat einen eigenen Raum und die Leute, die sich da treffen wollen, die Hackerethik und die Ideale und die Ziele, die Aufklärungsziele des Clubs voranbringen. Das ist die Definition. Und dann kann man halt zu einem ERFA-Beirat, es gibt ja überall Hierarchien, es ist keine Hierarchie, aber es ist eine Ebene, die da drin ist, die so existiert, quasi der Rat der ERFAs, die dann aus ihrer Mitte neue ERFAs bestimmen. Das steht, glaube ich, nicht mal in der Satzung, dass es das gibt, aber es gibt diesen ERFA-Beirat. Und im Endeffekt will heißen, diese einzelnen Gruppen in den einzelnen Städten, die autark agieren, das ist der Chaos Computer Club. Das, was immer diesen Kongress und dieses Camp und diese ganzen Sachen veranstaltet. Das sind halt Leute aus diesen Gruppen, die sich finden. Auch die Aktivisten, die an irgendwelchen Projekten oder politischen Themen arbeiten, finden sich aus diesen Gruppen. Also der CCC e.V. in Deutschland hat genau einen 20 Quadratmeter großen Raum, seit letzter Woche auch neu gestrichen. Das ist das Office, da stehen die Aktenschränke drin, da sitzen 3 Freiwillige aus dem RV Hamburg und machen die Mitgliederverwaltung. Und that's it, mehr hat dieser Verein nicht. Was er aber hat, ist halt
in meinen Augen eine Wirkmacht, was Öffentlichkeitsarbeit angeht. Das haben wir in den letzten 30 Jahren ganz gut hingekriegt. Und um nochmal auf den Ursprung zurückzukommen, wie das gekommen ist von damals zu heute und auch dieser Kongress von ursprünglich mal 150 Leuten zu heute 12.000 Leuten gekommen ist, das ist halt ein schleichender Prozess, der aber auch immer nur von den Leuten freiwillig getragen wurde. Das ist eigentlich der Kern dieses Vereins. Also es gibt diese Maxime im Club, wir bezahlen niemanden. Also egal, wie sehr du dir selbstausbeuterisch den Arsch aufreißt, herzlich willkommen. Pech. Nein, also das machen die Leute aber auch mit Herzblut, weil der Punkt ist halt einfach, dass die Überlegung, diese Maxime kommt auch aus der Urzeit. Ne, die Engel beim Kongress, der Begriff der Engel, der kommt auch von diesen Gründervätern noch, von Frau Holland und Klaus und den anderen, die dabei waren. Die haben gesagt, die Leute, die diese Veranstaltung machen, die das unentgeltlich machen, die auch ihr Ticket bezahlen, wie alle, die an diesen Veranstaltungen mitarbeiten, die sind Engel und die wohnen im Himmel. Und der hat diese Begriffe eingeführt. Und das beschreibt es eigentlich ganz gut. Da sind also Leute dabei, in diesem Jahr auf dem Kongress, haben 1600 Engel 15.000 Stunden Arbeit geleistet, um das Ding zum Fliegen zu bringen. Und dazu noch Stunden von Leuten, wochenlang im Voraus und so weiter und so fort. Aber entstanden ist das Ganze, wie gesagt, aus einer Gruppe von 5 Leuten vor 30, 35 Jahren. Erster Kongress 150 Leute, dann irgendwann Umzug nach Berlin mit 1000 Leuten ursprünglich, später dann mal 4000, dann mussten wir aus Berlin wieder weg. Jetzt sind wir da, wo wir sind. Und das Wichtigste ist allerdings, die Themen werden nicht weniger. Die netzpolitischen Themen werden immer mehr. Die ganze Netzpolitik geht in immer breitere Bereiche der Gesellschaft. Wenn das früher 5 Leute waren, die sich mit Computern beschäftigt haben und ich gehe heute über einen Kongress, von diesen 12.000 Leuten hat jeder irgendwo damit zu tun. Und wenn ich heute durch eine Stadt laufe, hat jeder irgendwo mit Computern zu tun, egal in welchem Job. Und sowohl Überwachung als auch Vorratsdatenspeicherung, als auch all die anderen Themen, die wir heute hier gehört haben, gerade Hate Speech, gerade die sozialen Netzwerke, betrifft jeden. Und da haben wir, oder ich zumindest, mich treibt das um, wie kann man all diese Themen abdecken? Das schafft der Club alleine schon lange nicht mehr. Da haben wir zum Glück den AK-Vorrat Österreich, wir haben den AK-Vorrat in Deutschland, wir haben die DigiGuess, alles befreundete Gruppen, die sich irgendwann mal gegründet haben, zum Teil auf Chaos-Veranstaltungen, zum Teil ganz ohne das Chaos. Unterm Strich können wir halt, oder muss sich halt auch der Club jetzt langsam mal daran gewöhnen, da gibt es andere, die das machen, die das auch zum Teil besser machen können, weil sie sich gezielt auf ein Thema stürzen, wie PNR, wie Save the Internet EU und so weiter und so fort. Was wir halt machen können, ist unterstützen. Ja, der Club kann halt unterstützen, sei es finanziell, sei es durch Rat und Tat, sei es durch Kontakte, sei es durch was auch immer. Aber man muss nicht mehr jedes Thema selber beackern. Das ist auch sehr gut so. Und es ist auch gut, mit vielen Stimmen zu sprechen. Ja. An dieser Stelle vor allen Dingen mein Aufruf, unterstützt EDRI. EDRI geht es finanziell nicht so gut. Also unsere einzige Lobbygruppe, die wir in Brüssel haben, die wir alle haben, da eine Lobbygruppe, die uns alle vertritt. Das sind halt ein paar wenige Leute in einem kleinen Büro, die auch echt ums Überleben bangen. Unterstützt EDRI. Und baut den CCC Wien wieder auf. In Salzburg haben wir ein sehr schönes Easter Egg dieses Jahr. Wir haben ja nicht nur diese Riesenveranstaltung. Wir haben das Easter Egg ist mal entstanden, als der Kongress aus Hamburg nach Berlin gewandert ist. Da hat man gesagt, wir bräuchten noch so eine kleine Familienveranstaltung. Es sind immer so viele Workshops und ein paar Vorträge und so 300, maximal 400 Leute. Sehr kuschelig, sehr flauschig, immer an Ostern und in diesem Jahr, ich bin so froh, in Salzburg. Und es wird toll. Es gibt Sticker. Ja, besucht auch die anderen regionalen Veranstaltungen. Also wem der Kongress und das Camp zu voll sind und zu viele Leute und zu viel Input. Also ich kann die Gulasch Programmiernacht in Karlsruhe sehr empfehlen. Die ist auch nicht so weit weg. Schöne kleine Veranstaltung. Die ist auch an so einem Christenfeiertag. Frohen Leichnam heißt das, glaube ich. Also Anfang Juni irgendwann. Wie gesagt, ich habe keinen Vortrag vorbereitet. Wollt ihr irgendwas über diesen Verein wissen? Fragt mich. Leonard kann das. Ich würde gerne was richtigstellen. Das MetLab ist nicht ein CCRFA, sondern ein eigenständiger Verein, der nicht bei dieser Vereinigung dabei ist. Aber der RFA-Status wurde nie zurückgegeben. Das steht immer noch auf dieser blöden Webseite so drauf. Auf jeder Einladung zu jedem Regio-Treffen steht ihr mit drauf. Wir müssen das mal an die Realität anpassen irgendwann. Also versuchen wir die Realität halt historisch aufzuarbeiten. Die chaosnahe Gruppe Wien, also CNGW, ist entstanden Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts hier in Wien.
hat sich damals, wie das heute so üblich war, in irgendwelchen Wirtshäusern getroffen, regelmäßig, hat verschiedenste Aktionen und Aktivitäten gemacht. Unter anderem haben wir zum Beispiel damals, wie die Einführung der Kameraüberwachung in den U-Bahnen erstmalig passiert ist, haben wir so die Kameras abgedeckt und daraus eine Aktion gemacht und ähnliche Dinge. Die erste Veranstaltung hier im Metalab, also gut, ich soll lauter und näher ins Mikrofon sprechen, werde ich auch gerne machen. Die erste Veranstaltung hier im Metalab war, man höre, Easterhack 2006 des CCC, also der Chaos Nahen Gruppe Wien. Und gleichzeitig war das einer der ersten relevanten Finanzierungsbeiträge zum Metalab damals, weil die Erträge aus dieser Veranstaltung dem Metalab zur Gänze zugeflossen sind. Also insofern gibt es eine Kontinuität und einen Zusammenhang. Die Chaos Nahe Gruppe Wien als Verein hat sich dann etwa 2007, 2008 aufgelöst, aber der Standort ist immer noch da und es gibt immer noch die Gründungsmitglieder des Metalab Wien waren zu einem beträchtlichen Teil auch Mitglieder der Chaos Nahen Gruppe Wien, plus einige andere darüber hinaus. Also diesen historischen Zusammenhang gibt es und der Standort ist nach wie vor ganz offiziell da, weil der nie ausgetragen wurde. Und es wäre durchaus an der Zeit, auch hier wieder eine Chaos Nahen Gruppe oder was ähnliches in Betrieb zu setzen und das auch von der politischen, netzpolitischen Seite her weiter zu betreiben. Ich würde mir vor allen Dingen wünschen, dass wir die Leute, die auf mail@ccc.de aufschlagen und nach Chaos in Wien fragen, dass wir die an jemanden verweisen können, der dann auch was damit anfangen kann. Also bei dem letzten war die Story so, dass dieser Mensch dann hier reingelatscht ist und gesagt hat, schönen guten Tag, ich würde gern zum CCC. Ja. Also ich weiß nicht, ob diese Person mittlerweile Metalab-Mitglied ist, was ich mir wünschen würde, aber... Das sind meistens sehr verwirrte Leute, die wir dann wieder wegschicken, weil wir ja nicht der CCC sind und uns nicht mit ihnen beschäftigen müssen. Du meinst, ihr müsst die Verwirrten nicht aufnehmen? Ja, ja. Okay. Alle. Ich verstehe es. Okay, passt. Okay, ich spüre ja sehr viel Hacker-Love, aber... Na gut. Vielleicht, um auch das noch klarzustellen, das Metalab ist ein Verein, dessen Hauptaufgabe darin besteht, hier die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Das heißt, alles, was hier passiert, passiert durch die Mitglieder, in ihren Gruppierungen, in ihren Konstellationen, in ihren unterschiedlichen Zusammenhängen. Und wer hier ein cooles Projekt beginnt und macht, soll das hier tun. Das ist die Aufgabe, die Struktur dafür zur Verfügung zu stellen, also den physischen Raum, wo sich die Hacker aus dem virtuellen Raum, aber nicht nur die Hacker, sondern auch alle anderen, die gute soziale oder technische Experimente machen wollen, hier treffen können. Gut, gibt es noch andere, also jetzt haben wir, glaube ich, das halbwegs geklärt, dieses Verhältnis CCC und Metalab und gibt es andere Fragen, die jetzt so eher noch CCC bezogen sind oder Dinge, die, eine Sache vielleicht noch, EDRI steht für European Digital Rights und ist ja so eine Dachorganisation, wo CCC dabei ist. Digital Courage, Digitale Gesellschaft TV aus Österreich, AK Vorrat, also... Okay, also ganz viele, steht alles auf der Homepage, aber das wollte ich nur noch eine Abkürzung ergänzen. Gibt es sonst noch Fragen? Wer war denn, dann habe ich eine Frage an euch. Wer von euch war eigentlich schon mal auf einem so einem CCC-Event, also so einem Chaos? Okay, umgekehrt, falsche Frage, komplett falsche Frage. Wer von euch war noch nie auf so einem CCC-Event? Ändern. Salzburg. Noch nie? Schön da. Es waren doch einige. Also das, ehrlich gesagt, finde ich das ziemlich cool, dass das hier 50-50 war, so gefühlt. Ja? Weil das zeigt, dass wir nicht nur komplett im eigenen CCC-Saft brutzeln. Ja? Umgekehrt muss ich sagen, ich war in meinem Leben auch erst einmal auf einem Kongress und fand es, also ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet, war komplett naiv, dachte, ich war schon auf vielen Kongressen und es ist einer mehr und ich muss sagen, ich war ziemlich geflasht, wie anders das war. Also im positiven Sinne war anders. Also wenn man mal von den... Wir nennen es gerne Hacker-Hippie-Indoor-Festival, ne? Ja, also Fusion im Gebäude. Also das Bällebad mit den Nerds drinnen im Keller hat mich dann schon geflasht. Aber... ja, aber... Das im Kinderbereich auch. Aber da durften ja die Hacker nicht rein. Gut, aber... Sonst gibt es noch Fragen, ja? Ich habe jetzt keine Frage, sondern wird dann eher
anknüpfen, was EDRE macht. Es gibt zwei Kinofilme, die zurzeit sehr zu empfehlen sind, wenn man die Struktur der EU wissen will und was Lobbyisten für oder gegen Datenschutz tun können, dann sollte man sich jetzt im Kino anschauen, im Filmcasino, den Film Democracy im Rausch der Daten von David Burnett. Und wer vielleicht mehr auf der User-Seite wissen will, wie gläsern wir sind, ist der Filmemacher, der mit dem Film Plastic Planet und Population Boom bekannt wurde, alles unter Kontrolle. Ich nehme an, es gibt einfach deshalb keine weiteren Fragen, weil doch noch eine, okay, aber ansonsten alle anderen Angst haben, im Audiostream mit dieser Frage aufgezeichnet zu werden. Also die werden alle in der Pause bestürmen. Ich bin auch noch an der Bar nachher, ist kein Problem. Istektron 16, du meinst, du findest es super, dass es in Salzburg stattfindet. Wie sind die Stimmung bei den anderen Leuten? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass alle sagen, ja, ich muss so weit fahren jetzt, weil früher... Nein, also Easter Hack ist Familientreffen und Easter Hack ist ja explizit als Wanderpokal gedacht und vor allen Dingen ist auch eine der Grundideen des Easter Hacks auch junge AFAs oder kleine AFAs zu stützen und zu sagen, so kommt, ihr könnt mal eine Veranstaltung auf die Beine stellen. Da vor allen Dingen dadurch, dass es eine Familienveranstaltung ist, fasst auch jeder mit an. Also jeder, der da hinkommt, macht automatisch irgendwas und es läuft halt von selbst. Und ich finde jetzt, kenne niemanden, der sagt, hör, Salzburg. Ja, also ich sag mal, die Basler sind, glaube ich, ein bisschen unglücklich, weil die müssen einmal quer rüberfahren, statt ihre gewohnten Nord-Süd-Autobahnen zu benutzen. Aber das kriegen wir denen auch beigepult, das ist kein Problem. Gut, dann danke, Dodger, dass du hier so kurzfristig fundiert vorgetragen hast. Nee, das meine ich ernst. Das war nicht ironisch. So, bevor jetzt alle aufspringen und zur Bar hirschen, vielleicht haben es einige von euch auch gelesen, der Plan ist eigentlich jetzt, nach diesen drei Vorträgen und der kurzen Diskussion, das hat ja, finde ich, blendend geklappt, dass wir jetzt noch wirklich ganz kurz, aber dafür wirklich hart auf die Zeit geachtet, eine Art Open Mic haben für Wortmeldungen. Ziel wäre 3 Minuten, bei 5 Minuten wird das Mikro weggenommen. Quasi also wirklich ganz, ganz kurze Meldungen für aktuelle Dinge, die gerade auf der Agenda stehen. Alle sich denken, oh mein Gott, wie soll ich das jetzt noch durchhalten, möchte ich darauf hinweisen, dass wir heute auch ganz viel Kekse, Waffeln und anderes Zeug an der Bar haben, womit ihr euch dann stärken könnt, wenn ihr jetzt diese 2, 3, glaube ich, haben sich angemeldet, Lightning Talks noch durchhaltet. Also gibt Schokolade. Ja? Also, dann bitte, ich glaube, Tom, du wolltest den ersten. Ja, dann. Aber dann, Barbara, magst du noch mal kurz deinen Laptop leihen? Und braucht jemand kein Internet und hat auch einen Lightning Talk? Also, dann würde ich sagen, fangst du den an, oder ist das okay? Gut. Du stellst dich alles vor, oder? Okay. Soll ich? Soll ich nicht? Hi, ich bin der Finn. Das ist schwierig. Kurze Info, ich habe vor... Hi, besser? Ja. Ich und ganz viele andere Leute haben das Projekt Offenes Parlament.at gestartet. Grundsätzlich, die Parlamentswebsite ist ganz toll, wenn man genau weiß, was man finden will und genau weiß, wie die Parlamentsseite funktioniert. Unser Projekt ist, das schon seit einem halben, dreiviertel Jahr läuft, ist basically, wir scrapen die Parlamentsseite und versuchen, Informationen besser darzustellen, wie Anfragen und ihre Beantwortungen nebeneinander darzustellen, damit man weiß, welche Fragen gerade beantwortet werden. Und so leichte Verbesserungen im Parlamentsdatenaufbau. Wir sind schon sehr weit, wir haben ganz viele Daten schon gesammelt
und wir haben Code Bounties vorbereitet für Leute, die mithelfen wollen. Das heißt, wenn ihr Scraper schreiben wollt und noch wichtiger, wenn ihr Dinge, für die wir schon Scraper haben, besser darstellen wollt, wie Anfragen, Beantwortungen, wie die Reden im Parlament, alles Mögliche, kommt zu mir, meldet euch bei dem offenes Parlament-Team. Wir freuen uns über Hilfe und es gibt auch ein bisschen Geld, das wir für Hilfe ausgeben können. Ja, talk to me. Ich bin der Finn. Hallo. Hallo, ganz kurz, ich zeige nur noch was hier. Und zwar zwei Sachen. Ja, also seit dem letzten Talk, letztes Monat, hat sich ein bisschen was getan. Wer das wissen will, es gibt einen 32C3-Talk vom AK-Vorrat, den der Werner und ich gehalten haben. Der ist in HD, der ist viel besser und der ist eine halbe Stunde. Okay, gut. Könnt ihr den Gen hochdrehen? Oder? Okay. Ansonsten, wir hatten eine sehr nette Aktion, die ich euch zeigen will als AK-Vorrat. Und zwar haben wir eine Überwachungskamera an der Palisatine vor dem Parlament festgemacht, um auf das polizeiliche Staatsschutzgesetz hinzuweisen. Wer es noch nicht weiß, das wird jetzt Ende Jänner beschlossen und es gibt nur noch wenig Zeit, um daran etwas zu ändern. Wir haben eine Stellungnahme als AK-Vorrat veröffentlicht zu den letzten Änderungsanträgen. Die findet ihr auch auf staatsschutz.at. Die Petition ist immer noch offen und wir stehen knapp vor 25.000 Unterschriften. Das wäre toll, wenn wir die schaffen könnten. Am Montag haben wir eine Pressekonferenz mit der Richtervereinigung zu dem Thema und dem österreichischen Journalistenclub. Korrektur, nicht die Richtervereinigung, sondern die österreichische Rechtsanwaltskammertag, der Präsident von denen, der Herr Wulff. Und wir haben das Gesetz ziemlich sicher am 19. Jänner im Innenausschuss und dann am 27. Jänner wird es schon im Plenum beschlossen werden. Um da vielleicht noch was zu ändern, haben wir hier diese act.staatsschutz.at gemacht. Das ist eine neue Webseite, die ist über die Feiertage entstanden. Da könnt ihr alle Abgeordneten im Nationalrat euch anschauen und die sind eingefärbt. Dem Team Bürgerrecht, also die gegen das Gesetz stimmen werden und Team Überwachung, die für das Gesetz stimmen werden. Die FPÖ ist gegen das Staatsschutzgesetz, ja, die ganze Opposition. Im Grunde hängt es an der SPÖ, die sind unentschieden, zu großen Teilen. Und da würde es jetzt wirklich Sinn machen, diese Abgeordneten zu kontaktieren. Deshalb klickt auf die Abgeordneten und ihr habt alle Kontaktmöglichkeiten, die wir gefunden haben. Auch Facebook und Twitter, wo die Abgeordneten sowas haben. Und bitte setzt euch in Kontakt mit ihnen. Das wäre jetzt wirklich sehr ratsam und hilfreich, da nochmal den Abgeordneten ins Gewissen zu sprechen. Zwischen Ausschuss und Plenum gibt es noch was, das ich ankündigen darf. Es wird eine Demo geben vor dem BVT, vor dem neuen Inlandsgeheimdienst, am kommenden Samstag, dem 23. Jänner. Um 18.30 Uhr, das ist Rennweg 93, ein bisschen außerhalb, aber noch nah an der U3. Und das Ganze hat den Titel Lichtermeer gegen Überwachung. Und es wird auch wieder ein nettes Element geben, ähnlich wie damals vom Parlament. Und damit das auch hängen bleibt, ich habe hier so Handouts, die ihr vielleicht durchgeben lassen könnt. Das war's auch schon. Danke. Hallo, ich bin der McLemmon. Ihr habt heute schon viel über den CCC und den Kongress gehört. Die Krypto-Party, die es in Wien auch monatlich gibt, hat am 25. Jänner das nächste Event ab 19 Uhr. Wir suchen noch einen Raum und dort wird es eine Recap-Veranstaltung geben mit ganz vielen Fotos, ganz vielen Erzählungen, Erlebnisberichten zum 32C3, zum 32. Chaos Communication Kongress. Mit ganz vielen Fotos, Begeisterung, Empfehlungen für die diversen Talks, die es gegeben hat. Und demnächst steht dann auch da das richtige Datum und so drauf. Der Hetti kümmert sich darum, Dankeschön. Das heißt, wenn ihr noch irgendwie ein bisschen mehr zu dem Kongress, der gerade war, wissen wollt oder zum CCC, schaut doch einfach bei der nächsten Krypto-Party vorbei am 25. Jänner und dann könnt ihr dort noch ganz, ganz viele Eindrücke vom Kongress bekommen. Danke. Hallo, ich bin der Phileas. Ich mache super, 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 super viel im MetaLab. Wirklich sehr viel. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich neue Leute sehe, die hier mitmachen. Und ich würde mich irrsinnig freuen, wenn ihr auch ins MetaLab kommen wollt und auch hier mithelfen wollt. Das heißt, ihr seid immer willkommen, herzuschauen, euch mal das MetaLab anzuschauen, euch die Leute anzuschauen,
hier eigene Projekte zu machen oder auch halt eben mitzuhelfen. Und zum Mithelfen, das geht ganz einfach, hier erscheinen und Fehler finden. Wir haben einen Issue-Tracker unter metalab.at/issues. Wir haben einen Sure-Fix, das ist alle 2 Wochen am Donnerstag. Das ist so ein Treffen, wo die Leute, die Interesse haben, sich zusammensetzen und darüber sprechen, wie wir was wie angehen können. Und ja, kommt vorbei. Wir haben jeden Tag eine Tour, will ich geben, heute. Ich kann eine Tour durchs MetaLab geben. Ja, das kann ich auch. Da hätte ich auch. Ja, kommt vorbei. Wir haben fast jeden Tag, also wir haben jeden Tag offen ab 16, 17 Uhr. Ich glaube, das war's, oder? Gibt es sonst noch jetzt jemand, der ganz dringendes Sprechbedürfnis hat? Dann ansonsten sage ich danke für die 3 Vorträge, die wir heute gehört haben. Danke für die Kurzvorträge, danke fürs Kommen. Das nächste Mal, wie gesagt, ist bereits am 4. Februar wieder hier, gleiche Zeit, gleicher Ort, 19:30 Uhr, nur ein Donnerstag, an dem es auch in Zukunft immer sein soll, nur feiertagsbedingt und so weiter. Ausnahmsweise mal Mitte des Monats an einem Freitag, also gleich beim zweiten Mal, aber beim dritten Mal wird es dann quasi wirklich der Donnerstag, 4. Februar 19:30 Uhr. Ein Vortrag steht schon fest, wie gesagt, nämlich der, den wir dieses Mal verschoben haben. 2 weitere Kurzvorträge wird es geben. Und ihr wisst ja, dass quasi eigentlich heißt immer, Katrin Passig sagt immer, Konferenzen schön und gut, aber diese ganzen Vorträge macht man eigentlich nur wegen der Pause. Ja, weil in der Pause sind die wirklich interessanten Gespräche, das kann ich mir heute nicht vorstellen, aber... Es wird quasi trotzdem, also das, was jetzt kommt, ist irgendwie nicht nice to have, sondern das ist eigentlich integraler Bestandteil der Veranstaltung. Ja? Also, dass ihr jetzt bitte hier bleibt und auf keinen Fall unter irgendwelchen Gründen irgendwie sofort abreist, ja? sondern vielleicht hier noch quasi, ich habe gesehen, was mich sehr freut, es gibt hier sogar Flora Power, ja? Also Flora Mate, nicht nur normalen Club Mate, wie man ihn inzwischen fast schon überall kriegt, ja? sondern so richtig coolen Clubmate. Ja. Gut, also so viel dazu. Und dann sehen wir uns nächsten Donnerstag, also dem 4. Februar Donnerstag, hoffentlich wieder hier.